Körper und scheut sich nicht, neue Wege zu gehen. Alle mögen Schwester Stefanie. Könnte ich so umarmen, ne? Habe ich auch schon getan, so ist er nicht, ne? Hallo Männer. Morgen. Morgen. Das ist ja ein Bild, hör mal, super. Oh, ist schön, ganz klasse, ja. Ganz toll. Kann man sehen, was man mit Rentner alles anfangen kann. Was man mit Rentner alles machen kann. Wie heißt das? Was sich Schwester Stefanie in den Kopf setzt, macht sie wahr und zieht andere in ihren Bann. Ich finde super, dass ihr da seid. Gut, Willi, weiter. Also die machen Ihnen jetzt Ihre Turnhalle schön. Die machen mit schön, genau. 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 Große Aktion? Riesenaktion. Seit Samstagabend sind die Künstler da und seit Sonntagnachmittag am Werke. Also die machen die Konturen? Die machen im Grunde das Kunstwerk. Und hier unsere Helfer streichen jetzt dabei, wo einfach nochmal so einfache, normale Power gebraucht wird, die auch Sie und ich sicher auf die Reihe kriegen würden. Aber ich finde das ganz toll, dass die dabei sind. Und alle sagen, die Schwester spinnt, oder? Am Anfang war sagen das die so. Das? Sagen Am Sie, die Anfang. Schwester spinnt? Bitte? Was Besseres wie die Schwester können Sie sich ja nicht vorstellen hier bei uns. Die sorgt für moderne Sachen. Sie ist auch sehr modern und das finden wir einfach ganz toll hier. Das ist so. Alle lieben die Schwester Stefanie. Richtig. So muss es sein. Ich werde hier gleich rot in der Ecke. Die Ordensschwester hat renommierte Sprayer aus aller Welt um sich versammelt. Sie peppen die kircheneigene Turnhalle auf. Hinter den coolen Motiven steckt eine Botschaft. Spray One World für Fairness und menschliches Miteinander weltweit und hier rund um den Kirchturm in Mönchengladbach-Hehn. Bei der Arbeit zwischen Graffiti und Kirche wäre ihr Geburtstag fast untergegangen. Ich danke euch, das war ganz lieb. Als Gemeindereferentin vertritt sie den Pfarrer, Priestermangel. Wir haben heute Morgen Klasse 2a und b hier. Und, gleich beginnt der Schulgottesdienst. Vorbereitungen mit der Küsterin und der Organistin. Ja. Dann haben wir 93 Kindermutmachlied. Ja. Wenn einer sagt, ich mag dich, du. Es gibt ja auch Sachen, Schwester Stefanie, die Sie nicht machen dürfen, die ja nur ein Priester machen darf. Das stimmt. Und wir machen jetzt was für einen Gottesdienst? Wir machen jetzt einen Wortgottesdienst, den ich als Laientheologin ohne Probleme halten kann. Denn was ich nicht machen darf, das ist dem Priester vorbehalten und das hängt mit seiner Weihe zusammen. Das ist zum Beispiel die Wandlung von Brot und Wein, das Zentrale unseres Glaubens. Würden Sie das gerne tun dürfen? Also nach manchen Dingen habe ich manchmal auch Sehnsucht. Es ist aber in unserer Kirche so, dass es dem Priesteramt vorbehalten ist und das ist zurzeit den Männern vorbehalten. Das zur ist Zeit, so. Haben Sie gesagt. Das ist Sie haben zur noch eine Hoffnung, so. Ne? Wir müssen mal schauen, was da die Zeit und auch die Geschichte so bringt. Sie darf beerdigen, aber nicht trauen. Sie darf die Krankensalbung spenden, aber nicht die Sterbesakramente. Und dann wisst ihr ja, dass wir den Gottesdienst immer mit einem besonderen Zeichen beginnen. Und dazu brauchen wir unsere rechte Hand. Schaut mal, das ist bei euch hier diese. Die ist das. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Highlights in ihrem Seelsorgealltag sind die Kinder. Heute geht es um Freundschaft, die untereinander und eine ganz besondere. Das heißt auch, dass Jesus jetzt bei uns ist und dass auch sein Friede hier ist. Und den wollen wir uns jetzt wünschen, indem wir mal vorsichtig, ohne dem anderen die Hand zu zerquetschen, so ein bisschen zudrücken, ne? Und dann saust Gottes Friede jetzt wirklich hier durch unseren Kreis. Sind diese Kinder auch ein bisschen Ersatz für die, die sie nicht haben? Das kann man schon so sagen, ja. Dadurch, dass ich das Glück habe, viel mit Kindern, mit Jugendlichen zu arbeiten, sind das schon so ein Stückchen auch meine. Es hat halt nur den Charme, ich kann die dann zurückgeben. Morgen, Guido. Wir haben es noch gar nicht gesehen. Hi. Und, wie steht's? So, soweit? Ja. Ohne ihren ehrenamtlichen Mitstreiter Guido Arendt und die zahllosen Helfer aus ihrer Gemeinde, sagt sie, hätte die Graffiti-Aktion niemals steigen können. Die Ordensschwester ist eine überzeugte Teamarbeiterin.
Selbst wenn es regnet, halten ihr alle die Stange. Einkaufsliste schreiben, Vorräte auffüllen. Das Dorf feiert hier jeden Abend. Das bringt ebenso Geld in die Kasse wie diese Spende Müllcontainer zum Besprühen. Ursprünglich war die Aktion kleiner geplant. Wir hatten die verrückte Idee, ein Edelgraffiti auf die Turnhalle zu setzen, in so einem überschaubaren Bereich. Und lange jemanden gesucht, schwierig zu finden. Und dann war jemand in der Zeitung, an den bin ich dann rangekommen, weil der mit Schülern sprayte. Und das war KJ263. So heißt er? So heißt er mit seinem Künstlerabkürzungsnamen. Mit dem hatte ich Kontakt. Und seitdem heiße ich auch nur noch Schwester S bei denen. Weil der sagte, Schwester S, das kannst du vergessen. Das bisschen reicht nicht. Wenn, muss alles. Denn sonst geht das mit dem illegalen Graffiti immer weiter. Am Ende hatte Schwester S ein Riesenprojekt mit 40.000 Euro an der Backe und ein paar schlaflose Nächte. Geld kam vom Bistum und von Sponsoren. Nun sind auch die Skeptiker überzeugt. Ich war nicht direkt der ganze Anhänger, ne? Aber es ist wirklich toll. Was haben Sie denn anfangs gedacht? Ich habe wohl die ganzen Entwürfe und alles gesehen, weil ich auch im Kirchenvorstand bin. Aber dass sie mit so viel Liebe auch da dran gehen. Ich habe ihn beobachtet, gestern und heute. Aber immer wie er ging und die Augenstellung war scheinbar nicht, dann hat er da wieder ein Pünktchen hingemacht und da wieder was. Also das ist einfach spitze. Hat sich jemand von euch schon mal verlaufen und war dann alleine? Anna, wie war's bei dir? Ich bin schon mal in einem Einkaufsladen schon mal fast verloren gegangen. Ich stand vor Süßigkeiten und dann ist Mama irgendwo zur Kasse gegangen. Lass mal an. Bitte schön. Graffiti-Projekt hin oder her, die Geschichte vom verlorenen Schaf ist heute dran. Und was glaubt ihr? Welche der vier Möglichkeiten ist dort passiert oder was ist dann passiert? Denn irgendwo fehlt ja was, ne? Es fehlt was. Und so malen die Viertklässler ihr Ende der Geschichte. Kinder sind so offen, natürlich, da kommt raus, was drin ist. Im katholischen Altenheim gibt's heute Sauerkraut und Schweinebraten für den harten Kern des Graffiti-Projekts. Die Künstler haben sich längst an das kirchlich geprägte Milieu gewöhnt. Sie bitten jetzt also nicht zum Tischgebet. Ich für mich tue das immer im Stillen und das darf jeder selbst tun. Genauso wie wir das auch mit den Gottesdiensten und den Meditationen handhaben, dass das jeder für sich auch in der Einladung frei entscheiden kann. Die Dosen müssen vorher immer geschüttelt werden, damit man so die Kugel hört, wenn man die Kugel hört. Dann ist die Farbe gut durchgemischt. Fast im Stundentakt wechseln sich kleine und große Künstler an den Spraydosen ab. Mitmachen ist alles. Statt an den Turnhallenwänden übt der Nachwuchs an eigenen Flächen. Wir wollten uns mal einen Überblick von oben verschaffen. Damit die Halle später auch in einem guten Licht erstrahlt. Und wie ist da oben so? Wie? Schön, ganz, ganz toll. Und Ruhe, hier kommt keiner. Keiner will was hier von uns. Für den Moment. Sechs Uhr am nächsten Morgen. Die Vinzentinerinnen beginnen jeden Tag in der hauseigenen Kapelle mit Beten und Schweigen. Sie sind eine kleine Gemeinschaft. Ihr Leitgedanke, Liebe ist Tat. Stefanie ist mit 42 die Jüngste. Selbst das Frühstück nehmen die Schwestern vom St. Josephs Haus schweigend ein. Sie sammeln Kraft für ihre Arbeit. Mit behinderten Menschen oder als Seelsorgerin. Das Schweigen hilft einfach, nicht abzulenken und auf das Wesentliche zu kommen. Und das ist auch etwas, was man lernen muss. Ich weiß auch, als ich eingetreten bin, so am Anfang, die Schwester Magda ist auch meine Seminardirektorin gewesen und hat mich in der Schwesternausbildung begleitet, dass das auch Dinge sind, die man Schritt für Schritt für Schritt wirklich lernen muss, denn man kommt ja aus der lauten Welt und die Welt des Schweigens ist schon eine andere, eine Stille. Und da muss man auch hinfinden. Wieder bei den Sprayern, noch mehr Helfer.
Dann sucht sich jetzt jeder hier eine Leinwand. Und wir fangen gleich mal an. Vorbereitet sind wir ja schon, ne? Sie sehen ja auch zauberhaft aus. Jawohl. Hatten Sie je so eine Verkleidung schon mal? Nein, überhaupt noch nie. Aber Schleier bleibt dran. Ja, der muss. Die Vinzentinerinnen haben eine Gruppe behinderter Senioren vom St. Josefshaus mitgebracht. Bei diesen Menschen fühlt sich Stefanie zu Hause. Prima. Richtiger Künstler. Oh, siehst du? Wunderbar. Michael Grün habe ich noch mal. Sie gaben den Anstoß, in die Ordensgemeinschaft einzutreten. Ich habe diese Menschen erlebt und wie mit ihnen umgegangen wird. Und ja, die haben mich ganz tief berührt und auch erreicht. Das stimmt, das stimmt. Wie war denn vorher Ihr Lebensplan? Mein Lebensplan war eigentlich, ja, irgendwann zu heiraten, eine Familie zu haben, meinen Beruf auszuüben und ja, so ein Leben zu führen, wie viele andere Menschen das für sich auch als Lebensentwurf haben. Aber durch die Begegnung mit diesen Menschen und auch mit den Vinzentinerinnen, den Schwestern, ja, hat sich mein Leben total verändert. Jeder ist willkommen und darf kreativ sein. Wir freuen uns, dass ihr da seid und auch eure Spuren hinterlasst. Die Jugendlichen vom Fanprojekt Borussia Mönchengladbach sprühen in Vereinsfarben. Hardcore-Fans. Das Stadion liegt ganz in der Nähe der Kirchengemeinde. Schwester Stefanis bunte Welt. Schön. Die einen fahren, die anderen kommen. Der nächste Besucher ist Schwester Stefanis Chef. Pfarrer Harald Josefs steht hinter ihr und dem Projekt. Von ihm aus dürften auch Frauen Priesterinnen werden. Ich hätte damit genauso wenig ein Problem, wie ich grundsätzlich mit verheirateten Priestern oder Priesterinnen ein Problem hätte. Sie persönlich? Ja, ich persönlich wäre dafür offen, weil ich glaube, da gibt es genauso viele fähige und genauso viele problematische Kolleginnen und Kollegen, wie wir, die heute unter reinen Männerwirtschaft sind. Ja, wir gucken ja mal, was in Rom passiert, so alles, oder? Wir müssen einfach abwarten. Ja, nur wir können uns die Kirche nicht vor Ort so stricken, was diese großen Dinge angeht. Ja. Wir können sie vor Ort klein und fein gestalten. Und dann kommen so Dinge raus wie hier. Das ist machbar. Das ist unsere Aufgabe, sowas zu regeln. Schöne, bunte und das, was Kirche uns von Rom freigegeben wird, setzen wir um. Das Abendprogramm beginnt mit Würstchen und Party in der Turnhalle. Die Künstler arbeiten jetzt bei Flutlicht. Und scheut sich nicht, neue Wege zu gehen. Alle mögen Schwester Stefanie. Könnte ich so umarmen, ne? Das habe ich auch schon getan, so ist er nicht, ne? Hallo Männer. Morgen. Morgen, das ist ja ein Bild, hör mal, super. Oh, ganz klasse, ja? Ganz toll. Kann man sehen, was man mit Rentner alles anfangen kann. Was man mit Rentner alles machen kann. Wie heißt das? Was sich Schwester Stefanie in den Kopf setzt, macht sie wahr und zieht andere in ihren Bann. Ich finde super, dass ihr da seid. Also die machen Ihnen jetzt Ihre Turnhalle schön. Die machen mit schön, genau. 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 Große Aktion? Riesenaktion. Seit Samstagabend sind die Künstler da und seit Sonntagnachmittag am Werke. Also die machen die Konturen? Die machen im Grunde das Kunstwerk. Und hier unsere Helfer streichen jetzt dabei, wo einfach nochmal so einfache, normale Power gebraucht wird, die auch sie und